Es war die Liebesgeschichte des 20. Jahrhunderts. Eine geschiedene Amerikanerin verführt den englischen König. Doch heiraten darf er sie nicht. Für Wallace Simpson verzichtet Edward VIII. 1936 auf den Thron. Ein Monarch, der aus Liebe die Krone aufgibt, so erzählt es die Legende. Doch was ist die Wahrheit? Warum waren Edward und Wallace bis zuletzt ein Problem für die Royal Family? Hüteten sie ein dunkles Geheimnis? Akten des amerikanischen FBI erzählen die wahre Geschichte. Edward und Wallace sympathisierten mit den deutschen Nationalsozialisten und gefährdeten während des Zweiten Weltkriegs die Sicherheit der Alliierten. Edward hat Hitler immer bewundert. Er war für die Nazis. Winston Churchill, im Krieg Großbritanniens Premierminister, erkannte die Gefahr. Adolf Hitler, so fürchtete er, könnte Edward zu seiner Marionette machen. Edward VIII. war natürlich die Trophäe. Also ihn zu gewinnen, das war der Hauptpreis für Hitler. Das hat er sich ersehnt und er hätte beinahe Erfolg damit gehabt. Eine 227 Seiten umfassende Geheimakte des FBI enthüllt den Skandal. Wallace Simpson war eine glühende Anhängerin der deutschen Nationalsozialisten und pflegte enge Kontakte. Es gibt Grund zur Annahme, dass die britische Regierung deswegen Anstoß an ihr nahm. Deshalb verwehrten sie Edward, sie zu heiraten und gleichzeitig den Thron zu behalten. Das FBI wurde vom britischen Geheimdienst über die Amerikanerin Wallace Simpson unterrichtet, die 1935 in London ins Visier geraten war. Agenten überwachten jeden ihrer Schritte, seit sie sich Edward genähert hatte. Er war damals Thronfolger und seine neue Geliebte galt als sexuell äußerst freizügig. Sie war für ihre vielen Affären bekannt und traf sich mit mehreren Männern gleichzeitig. Der britische Geheimdienst überwachte sie und Edward genau und erstattete Bericht. Agenten beobachteten, dass Wallace neben dem Thronfolger noch eine weitere Affäre mit einem Autohändler unterhielt. Doch davon erfuhr Edward nichts. Zu dieser Zeit war er der schönen Society Lady bereits verfallen. Aus ärmsten Verhältnissen stammend strebte Wallace Simpson nach Anerkennung in der höheren Gesellschaft. Bald war sie in London gut vernetzt. Doch zu ihren Freunden zählten auch fragwürdige Existenzen. Besonders beunruhigend für den Geheimdienst, Wallace machte den künftigen König mit Oswald Mosley bekannt, dem Führer der britischen Faschisten. Nach deutschem und italienischem Vorbild hatte er die berüchtigten Schwarzhemden geformt, die häufig in gewalttätige Aufmärsche verwickelt waren. Bis zu 50.000 Anhänger scharte Mosley um sich. Der künftige König Englands war beeindruckt. Wallace Simpson wusste, die Kontakte für ihre Zwecke zu nutzen. Ihr geliebter Edward war ein lohnender Fang, denn er war reich und beliebt. Lange bevor seine Romanze mit Wallace begann, war der Prince of Wales der begehrteste Junggeselle der Welt. Er trug diese ausgefallenen Anzüge und lächelte andauernd. Er grinste so schräg und jeder liebte das. Er sah gut aus, war zugänglich und charmant. Alle waren begeistert. Prinz Edward wurde am 23. Juni 1894 geboren. Seine Erziehung war streng. Disziplin lernte er bei der Marine und beim Garderegiment. Er glaubte tatsächlich, ein Wunderkind zu sein.
und sah all seine Pflichten als Zwang. 1913 fuhr der Prinz nach Deutschland. Seine Familie stammte aus dem Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha. Die britischen Royals fühlten sich damals als Deutsche. Sie sprachen zu Hause Deutsch und Edward erklärte, das sei seine Muttersprache. Im Jahr 1917, im Ersten Weltkrieg, änderte König Georg V. den Namen der Königsfamilie. Aus den Sachsen, Coburg und Gothas wurden die Windsors. Das war einfach der Versuch, sie englisch erscheinen zu lassen. Sie nannten sich jetzt so, weil eines ihrer Schlösser so hieß. Windsor war eine reine Erfindung. Edward hatte diese überwältigende Ausstrahlung. Die Menschen warfen sich vor ihm nieder und küssten ihm die Füße. Das war wirklich bemerkenswert. Er wurde angebetet, wie Prinz William heute, nur 10-mal mehr. Frauen umgarnten ihn ständig und alle jubelten ihm zu. Die Folge war, dass er überheblich wurde. Doch der nette Prinz hatte eine dunkle Seite. Natürlich war er ungeheuer charmant, aber das hielt ihn nicht davon ab, sich schlecht zu benehmen. Auf seinen Reisen nach Indien zum Beispiel, da ließ er einfach Leute stehen, mit denen er sich eigentlich unterhalten sollte. Selten stand er vor 11 Uhr morgens auf, spielte dann Squash oder Golf und nachts feierte er im Club der britischen Botschaft. Edward trank über den Durst und dann spielte er sich gerne mal auf. Der Privatsekretär des Prinzen, Alan Lessels, war entsetzt. Eines Nachts in Afrika im Jahr 1927 erkannte er die Schwächen seines Herrn. Als der Premierminister den Thronfolger in einem Telegramm über eine ernsthafte Erkrankung des Königs unterrichtete, meinte Edward, das ist bedeutungslos. Er verließ den Raum ohne ein weiteres Wort und verbrachte den Rest des Abends damit, die Frau eines Kolonialkommissars zu verführen. Die Öffentlichkeit, die ihn verehrte, erfuhr nichts von Edwards schlechtem Benehmen, auch nicht von seinen zahlreichen Affären. Er zog verheiratete Frauen vor. Die konnten keine Forderungen stellen. Edwards Schwäche für amoröse Abenteuer waren der britischen Regierung bekannt. Es kam die Frage auf, ob er ein brauchbarer König sein würde. Die dunkleren Seiten seines Charakters sind, dass er natürlich von einer gefährlichen Trägheit geprägt war. Er ließ sich gerne treiben und dass er leicht manipulierbar war, dass er eine labile Persönlichkeit eigentlich war und damit sehr leicht in die Fänge von irgendjemand Dominanteren geraten konnte. 1931 begann Edward eine Affäre mit Wallace Simpson. Die Amerikanerin war verheiratet und gerade erst mit ihrem zweiten Gatten nach London gezogen. Sie träumte davon, bei Hofe empfangen zu werden. You could say she was a gold digger. Sie war eine Goldgräberin. Eine der Frauen, die ihre Chance nur darin sah, reich zu heiraten. Wallace hörte nicht auf, nach einflussreichen Männern Ausschau zu halten. Ihr wurde ein Verhältnis mit Graf Ciano nachgesagt, dem späteren italienischen Außenminister und Schwiegersohn von Diktator Mussolini. Nun hatte sie vor, den künftigen König Großbritanniens an sich zu binden. Wallace Simpson ist sehr strategisch vorgegangen. Also sie war eine gute Psychologin. Sie lernte früh, vor allem Männer zu manipulieren und entwickelte sich dann zu einer sehr erfolgreichen Femme fatale. Also sie hat es dann doch sehr erfolgreich geschafft, sehr früh und sehr schnell eine gesellschaftliche Rolle zu spielen. Als König Georg V. von der Affäre seines Sohnes mit der verheirateten Amerikanerin erfuhr, verzweifelte er.
Die königliche Familie kannte ja Edwards Neigung, sich mit verheirateten Frauen einzulassen. Aber Wallace war für sie einfach untragbar. Doch der Prinz ließ sich in seiner Hingabe nicht irritieren. Er überhäufte Wallace mit teuren Geschenken. Smaragde waren ihre bevorzugten Juwelen. Sie gab sich beherzt, war lustig und amüsant und hatte einen guten Humor. Nach Edwards Thronverzicht soll sie gesagt haben, du kannst nicht auf den Kuchen verzichten und ihn gleichzeitig essen. Sehr treffend. Edward habe sich gerne von Wallace dominieren lassen, wurde kolportiert. Sie habe ihn gezwungen, wie ein Hund um Zigaretten zu betteln. Und das FBI war informiert. Ein deutscher Verwandter des Prinzen, Karl Alexander von Württemberg, hatte zu Protokoll gegeben: Der Thronfolger ist impotent. Und es war ihm trotz vieler Beziehungen zu verschiedenen Frauen nicht möglich, seine sexuellen Vorlieben zu befriedigen. Wallace war die Einzige, die das konnte. Es waren die politischen Beziehungen der Geliebten des Prinzen, die schließlich das Interesse des britischen Geheimdienstes weckten. Wallace Simpson hat sich schon früh für autoritäre und faschistische Regime interessiert. Also sie war jetzt nicht so hochpolitisch, aber sie fand diese neue Bewegung modern und interessant. In London hielt sich 1935 ein deutscher Gesandter auf, der ein Jahr später zu Hitlers Außenminister aufsteigen sollte, Joachim von Ribbentrop. Er hatte die Aufgabe, für eine enge Allianz zwischen Deutschland und Großbritannien zu sorgen. Aus den Geheimakten des FBI geht hervor, auch von Ribbentrop hatte damals eine Affäre mit Wallace Simpson. So jedenfalls erzählte es Karl Alexander von Württemberg einem Agenten. Ribbentrop habe ihr jeden Tag 17 Nelken geschickt. So oft hatten sie miteinander geschlafen. Als Wallace schließlich die Geliebte des Thronfolgers war, wurden ihre Kontakte zum Dritten Reich gefährlich. Sie war selbst eine sehr dominante Frau und deswegen fand sie autoritäre Regime wahrscheinlich, hat sie sich irgendwie wiedererkannt. Und sie hat ihn ganz bestimmt beeinflusst auf politische Art. Die Gerüchte über die Beziehung von Wallace Simpson zu Ribbentrop kursierten in der britischen Gesellschaft. Auch wenn die Affäre nicht bewiesen war, Tatsache war, sie hielt zu ihm Kontakt. Hitler sah darin eine Chance. Hitler wollte eine Beziehung zu Edward aufbauen, mit dem Ziel, ihn zu manipulieren und eine deutsch-britische Allianz zu schmieden. Hitler steckte in dieses Unterfangen eine Menge Energie. In den Augen des Diktators war der beliebte Prince of Wales ein wertvoller Verbündeter. Schon bald sollte er für Deutschland noch interessanter werden. Am 20. Januar 1936 starb Georg V. Sein Sohn war nun König Edward VIII. Er war überzeugt, mehr zu sein als nur eine Symbolfigur, mehr als ein konstitutioneller Monarch. Er war bereit, eine Grenze zu überschreiten, die seit Jahrhunderten in Großbritannien existierte. Als König wollte er auch politischen Einfluss ausüben. Das war für die Regierung problematisch. Edwards Ansichten deckten sich mit Hitlers Plänen. Am Tag der Thronbesteigung des neuen Königs schrieb der deutsche Botschafter in London, Leopold von Hoesch, nach Berlin. Er hegt große Sympathie für Deutschland.
Ich bin überzeugt, diese Haltung wird in Zukunft einen gewissen Einfluss auf die britische Außenpolitik haben. Aber nicht einmal der deutsche Botschafter konnte ahnen, wie nützlich Edward und seine Geliebte werden würden. Für Hitler war die Unterstützung des britischen Königs von großer Bedeutung. Besonders populär war die Agitation des Diktators gegen den Versailler Vertrag, in dem die Alliierten 1919 festgelegt hatten, dass das Rheinland entmilitarisiert werden musste. Deutschland durfte hier keine Truppen stationieren. Hitler wollte dies rückgängig machen und Edward setzte sich dafür ein, dass Großbritannien stillhielt. Er brüskierte damit seine eigene Regierung. Er führte direkte Gespräche mit dem deutschen Botschafter. Das hätte er nie tun dürfen. Edwards anmaßendes Verhalten war für den damaligen britischen Premierminister Stanley Baldwin eine Provokation. Baldwin hielt Edward für sehr gefährlich. Man darf nicht vergessen, im März 1936 war er ein außergewöhnlich beliebter König. Der nun mit Abdankung drohte, sollte sich die britische Regierung entschließen, gegen Hitler aktiv zu werden. Und Deutschland war informiert. In einem seiner vielen Telefonate mit dem Botschafter von Hoesch referierte der König über seine Auseinandersetzungen mit dem Premierminister. Die Rückendeckung des Königs war für Hitler entscheidend. Mit dem Wissen, dass England nicht eingreift, hatte er ein Ass im Ärmel. Die Information kam von Edward. Am 7. März 1936 überschritten Hitlers Truppen die Grenze zum Rheinland. Wie Großbritannien hielt sich auch Frankreich zurück. Eine Chance, den deutschen Diktator zu stoppen, war vertan. Das war ein Coup für Hitler. Er schickte seine Truppen und der Rest der Welt unternahm nichts, obwohl er damit den Versailler Vertrag verletzte. Von da an befand man sich auf dem schmerzlichen Weg in die Katastrophe der Kriegsjahre. Während Europa auf den Zweiten Weltkrieg zusteuerte, segelte Edward mit seiner Geliebten über die Gewässer des Mittelmeers. Die Eltern des Historikers John Julius Norwich begleiteten das Paar mit ihrer Kamera und führten Tagebuch. Mein Vater saß neben Mrs. Simpson. Er schrieb, ich denke, sie ist vielleicht eine hübsche Frau und auch intelligent, aber sie ist eisenhart und sie liebt ihn nicht. But she's hard as nails and doesn't love him. Doch König Edward VIII. War nicht mehr bereit, auf die Frau, die er liebte, zu verzichten. Mochte kommen, was wollte. Es bekam eine Eigendynamik in gewisser Weise, eben weil sie abgelehnt wurde. Und weil Edward es nicht, überhaupt nicht gewohnt war, dass man ihm irgendetwas ablehnte, hat er dann so eine Art kindlichen Trotzverhalten an ihr festgehalten. Und das passt sehr zu seinem Charakter, denn er hatte diese stark infantile Seite. Und es war für ihn so ein Jetzt erst recht, ihr wollt sie nicht, aber ich setze das jetzt durch. Die britische Öffentlichkeit ahnte nicht, dass sich ein Skandal anbahnte. Berichte über das Privatleben der Royal Family waren damals verboten. Zeitschriften wurden zensiert. Fotos von Edward und Wallace wurden herausgeschnitten, bevor sie nach England eingeführt wurden. Das war sehr streng. Der Rest von Europa und Amerika erfuhr von dem unstandesgemäßen Verhältnis und schwelgte in der Romanze vom ungleichen Paar. Schließlich gab es in England doch Fotos zu sehen, die den König mit Mrs. Simpson so freizügig beim Schwimmen zeigten. Als sich die Sensation in England verbreitete, stellte sich die unvermeidliche Frage, ob eine Ehe der beiden möglich sei. Als Geschiedener durfte man in Ascot nicht in die königliche Loge. Und sie war zweimal geschieden. Geschockt von den Spekulationen in der Presse, flüchtete sich Wallace nach Paris.
Sie schrieb Edward einen Brief, in dem sie ihm die Trennung anbot. Dieser Brief ist nicht leicht zu schreiben. Ich bin sicher, dein Leben wird in einigen Monaten weitergehen wie bisher, wenn ich nicht weiter für Unruhe sorge. Wir beide zusammen würden eine Katastrophe auslösen. Ich möchte, dass du glücklich bist. Aber ich weiß, dass ich dir dieses Glück nicht geben kann und du mir auch nicht. Edwards Antwort wird sie später vom Gegenteil überzeugen. Warum sagst du so harte Dinge? Das macht mich krank. Ich liebe dich so sehr und warte nur darauf, dich fester in die Arme schließen zu können. Zwei Tage später kehrt Wallace zu ihm nach England zurück. Als König von Großbritannien war Edward auch Oberhaupt der anglikanischen Glaubensgemeinschaft. Die kirchliche Heirat mit einer geschiedenen Frau, deren Ex-Männer noch lebten, war unmöglich. Der Monarch würde abdanken müssen. Die Mehrheit der Bevölkerung hasste den Gedanken an Abdankung. Sie waren der Ansicht, er dürfe diese geschiedene Amerikanerin nicht wichtiger nehmen als seine Pflichten dem Land gegenüber. Edward mochte König sein, aber es waren der Premier und seine Minister, die Großbritannien regierten. Sie sahen nun eine Möglichkeit, ihn loszuwerden. In der Öffentlichkeit ging es immer um die unpassende Liebe. Doch die lange geheim gehaltenen Akten des FBI enthüllen, die Romanze lieferte nur den Vorwand, ihn vom Thron zu entfernen. Die Regierung war bestrebt, den König loszuwerden. Anlass war seine Nazi-Ideologie. Das Establishment wollte Edward loswerden wegen seiner pro-deutschen Gesinnung. Deshalb wurde er schließlich 1936 gezwungen, abzudanken. Der jüngere Bruder Albert stand bereit. Der Premierminister sah in der Krise auch eine Chance. Baldwin hielt Albert für geeigneter, und so war es. Zum ersten Mal in der britischen Geschichte verzichtete ein König auf die Krone. Ich war zutiefst geschockt. Er hatte ein großartiges Empire aufgegeben für diese Frau, die ich überhaupt nicht schätzte. Wallace floh erneut nach Frankreich. Sie verließ London, als die Leute ihr Haus mit Steinen bewarfen. Sie musste weg. Am 10. Dezember 1936 unterzeichnete Edward die Abdankungsurkunde. Weniger als ein Jahr war er König gewesen. Endlich kann ich mich in meinen eigenen Worten äußern. Es ist mir unmöglich, die schwere Bürde meines Amtes zu tragen und meine Pflichten als König auszuüben, ohne die Hilfe und Unterstützung der Frau, die ich liebe. Without the help and support of the woman I love. Aus Prinz Albert wurde König Georg VI. Sein Bruder Edward verließ das Land. Die Abdankung war ein absoluter Glücksfall für die Windsors. Und es zeigte eben, dass die Institution der Monarchie stärker ist als eine einzelne Person. Also ein schlechtes Verhalten, ein abweichendes Verhalten konnte diese Institution nicht zerstören. Mit Georg VI. Kam eine Vorzeigefamilie in den Buckingham Palace. Seine Frau, die später so beliebte Queen Mum, wurde zur Königin gekrönt. Seine Tochter Elisabeth war über Nacht Thronfolgerin. Die britische Nation war von einer Bürde befreit. Noch ahnte niemand, dass Edward noch einmal mit dem Gedanken spielen würde, auf den Thron zurückzukehren. Am 3. Juni 1937 wurden der Herzog und die Herzogin von Windsor, wie sie jetzt hießen, in Südfrankreich im Château de Condé getraut. Georg VI. Untersagte Familienmitgliedern an der Zeremonie teilzunehmen und verweigerte der Herzogin von Windsor den Titel Königliche Hoheit. Dies löste einen Jahrzehnte dauernden Bruderzwist aus. It did make the Duke of Windsor very bitter.
Edward war verbittert. Das konnte er seiner Familie nie verzeihen. Und das war der wahre Hintergrund der Fehde zwischen dem König und Queen Mum und dem Herzogspaar. George VI, Queen Mother and the Windsors. Mit Wallace begann Edward ein neues Leben. Doch seine Neigung zum Leichtsinn blieb. Auf einer Party in Wien im Juni 1937 vertraute ihm ein amerikanischer Diplomat an, dass die USA den Geheimcode der Italiener geknackt hatten. Nach einigen weiteren Drinks verriet der Herzog von Windsor das Geheimnis an einen italienischen Diplomaten. Das war ein grober Fehler. Zu verraten, dass die Amerikaner über alles informiert waren, war von großer Tragweite. Als der amerikanische Präsident Roosevelt von der Sicherheitslücke erfuhr, bestätigte das seinen Verdacht, Edward könnte gefährlich werden. Im Oktober 1937 fuhren der Herzog und die Herzogin von Windsor nach Deutschland, obwohl Churchill ihnen davon abgeraten hatte. Britische Politiker waren schockiert bei dem Gedanken, Edward und Wallace auf dieser Tour zu wissen. In Berlin wurden sie von einer großen Menschenmenge empfangen, hofiert von der NS-Prominenz. Hitler rollte ihnen den roten Teppich aus und polierte damit ihr Selbstbewusstsein auf. Edward sah darin kein Problem. Das Herzogspaar dinierte mit den NS-Größen. Propagandaminister Goebbels schrieb: Es ist eine Schande, dass er nicht mehr König ist. Mit ihm hätten wir eine Allianz schmieden können. Göring lud Edward zu sich nach Hause. Die beiden Männer spielten dort mit einer Modelleisenbahn. Von der Decke hing ein Flugzeug, das Holzbomben über den Zügen abwarf. Obwohl Edward kein Monarch mehr war, wurde er doch in gewissen Kreisen noch ernst genommen. Die Deutschen betrachteten ihn zwar nicht als Alliierten, aber doch als jemanden mit außergewöhnlichen Kontakten. Hitler empfing den Herzog von Windsor auf dem Obersalzberg. Hitler ist schon von Zeitgenossen als anglophiler Romantiker bezeichnet worden. Also er hatte immer diese Wunschvorstellung, wir brauchen eine Allianz mit England. Das war der große Fehler vom Ersten Weltkrieg und den wollen wir nicht wiederholen. Und Hitler hatte eben diese Idee, dass man England im Empire gewähren lässt und dass im Ausgleich die Engländer eben Deutschland den Kontinent dominieren lassen. Als Hitler die beiden auf dem Berghof empfing, war Wallace von seinem Charme beeindruckt. Er nannte sie königliche Hoheit, was ihr schmeichelte. Sie verstanden sich sehr gut. Wallace wäre eine gute Queen geworden, soll Hitler gesagt haben. Am 3. September 1939 war es vorbei mit dem Appeasement. Großbritannien erklärte Deutschland den Krieg. Edward wurde in Frankreich stationiert, im Range eines Generalmajors. Es war kein wichtiger Job. Und viele andere hätten ihn vermutlich wesentlich besser erledigen können. Churchill misstraute Edward. Die britische Regierung stellte sicher, dass er keinen Zugang zu geheimen Informationen hatte. Als der Herzog das erkannte, schrieb er zornige Briefe und beschuldigte den König. Das ist ein erneuter Beweis für die Erniedrigung, die ich durch meinen Bruder erfahre. Auch für den Geheimdienst hatte er eine Information. Wer immer diesen Brief unerlaubt öffnet, ist hoffentlich über den Inhalt erbaut. Winston Churchill befand sich mitten im Krieg und hatte sich um weit wichtigere Dinge zu kümmern. Die Nation war in Gefahr wie seit den Zeiten Napoleons nicht mehr. Das Letzte, wonach Churchill der Sinn stand, war, auf die trivialen Bemerkungen des Herzogs von Windsor einzugehen.
Edward machte seinem Ärger Luft. Beim Feind. Der deutsche Botschafter in Den Haag, Graf Zechburgersroda, schrieb: Der Herzog hat sein Missvergnügen über seine Lage offen ausgedrückt. Das gab mir die Möglichkeit, eine Verbindung herzustellen, die direkt zu ihm führt. Während Hitlers Armee an der Westgrenze aufmarschierte, konnte der Hang Edwards, Vertrauliches auszuplaudern, ernste Konsequenzen nach sich ziehen. Die Deutschen standen kurz davor, Frankreich anzugreifen. Drei Stoßrichtungen kamen in Frage. Durch die Niederlande, durch die stark befestigte Maginot-Linie oder durch die dicht bewaldeten Ardennen. Die Wehrmacht wollte durch die Niederlande und den Norden Belgiens angreifen. Entsprechende Pläne verschwanden, als ein Kurierflugzeug über Belgien abstürzte. Niemand wusste, ob die Piloten die Geheimakten noch vernichten konnten oder ob sie den Alliierten in die Hände gefallen waren. Hitler stoppte den Aufmarsch und wartete. Nicht lange, da hatte Edward ausgeplaudert, dass die Alliierten deutsche Pläne diskutierten, die aus einem abgestürzten Flugzeug geborgen worden waren. Nun entschied Hitler, durch die Ardennen vorzustoßen. It is remarkable. Es war schon bemerkenswert, dass Hitler genau an der richtigen Stelle ansetzte. Besser hätte er das nicht anfangen können. Natürlich wurden der Herzog und die Herzogin von Windsor beschuldigt, ihn wissentlich oder unwissentlich unterstützt zu haben. Statt sich mit seinem Regiment nach England zurückzuziehen, floh Edward mit Wallace Richtung Biarritz, sehr zu Churchills Ärger. Major Metcalfe, ein Freund des Herzogs von Windsor, fand das Quartier verlassen und leergeräumt vor. Auch alle Wagen waren verschwunden. Wie 1936 schon den Thron, hatte Edward auch diesen Posten im Stich gelassen. Er kannte keine Rücksicht mehr und Winston Churchill machte nun Jagd auf ihn und Wallace. Im Juni 1940 hatte Hitler den Norden Frankreichs und die Benelux-Staaten besetzt. Für ihn war es von Vorteil, im ehemaligen König von Großbritannien und Irland einen potenziellen Verbündeten zu haben, der sich frei in Europa bewegen konnte. Der Diktator war sicher, Edward könnte die öffentliche Meinung in Großbritannien spalten und eine pro-deutsche Stimmung erzeugen. Hitler hielt am Herzog und der Herzogin von Windsor fest. Er glaubte, Edward könne im Fall von Friedensverhandlungen hilfreich sein und am Ende vielleicht wieder als Monarch auf den britischen Thron zurückkehren. Aus den FBI-Akten geht hervor, dass Wallace weiter mit Hitlers Außenminister von Ribbentrop kommunizierte. Die Herzogin war in Kenntnis verschiedener politischer Aktivitäten, die sie an die Deutschen weitergab. Es wird beschrieben, wie die Windsors ein Hotel in Biarritz bezogen. Gleich darauf informierte Wallace Ribbentrop über ihren Aufenthalt. In Berlin berichtete das Radio darüber. Sogar die Nummer des Hotelzimmers war den Deutschen bekannt. Während in Frankreich der Krieg tobte und Zehntausende britischer Soldaten aus Dünkirchen evakuiert wurden, rief Wallace bei der Gestapo an, auf der Suche nach ihrem Zimmermädchen. Als Italien Frankreich den Krieg erklärte, flohen Wallace und Edward weiter nach Süden. Die Windsors mussten das Land verlassen, aber statt nach England zurückzukehren, was sie hätten tun sollen, gingen sie ins faschistische Spanien. Dort ließen sie sich mit einigen zwielichtigen Personen ein, mit Faschisten, mit Verrätern. Die Ankunft der Windsors in Madrid blieb Hitler auch nicht verborgen. Nachdem Frankreich besetzt war, zielte er auf Großbritannien.
Er glaubte, Edward benutzen zu können, um den Briten eine deutsche Besetzung schmackhaft zu machen. Dafür sollte er auf den Thron zurück. Hitler musste seiner nur noch habhaft werden. Es gab tatsächlich einen deutschen Plan, ihn und Wallace mit Fallschirmjägern zu kidnappen. Und Churchill wollte sie in England haben, um Schaden zu vermeiden. Hitlers Plan, Edward als Marionettenkönig zu nutzen, war nicht weit hergeholt. Der amerikanische Botschafter hatte ein Gespräch belauscht. Der Herzog von Windsor erklärte, das Wichtigste wäre jetzt, den Krieg zu beenden, bevor noch Tausende getötet und verwundet würden, nur damit einige Politiker ihr Gesicht wahren könnten. Doch damit nicht genug. Hitler erfuhr von einer Bemerkung Edwards, die sich mit seinen Absichten deckte. Der Herzog glaubte, England müsse durch anhaltendes Bombardement zum Frieden gezwungen werden. Hitler hatte die Idee, dass deutsche Bomben Panik unter den Briten auslösen würden und sie sich gegen ihre Regierung auflehnen würden. Dann gäbe es die Möglichkeit, Edward wieder als Monarch einzusetzen. Churchill musste die Windsors loswerden. Sie wurden auf die weit entfernten Bahamas ins Exil geschickt. Am 1. August 1940, nachdem sie das Schiff 6 Stunden hatten warten lassen, fuhren sie von Lissabon Richtung Westindische Inseln. Auf einem Zwischenstopp beschwerte sich Edward bei Frank Giles. Warum macht hier keiner einen Hofknicks vor meiner Frau? Wer hat das angeordnet? Ich gab ihm also die Kopie eines Fernschreibens aus London mit den entsprechenden Instruktionen. Er lief rot an und sagte, daran ist die Queen schuld. Mein Bruder ist okay, sie steckt dahinter. Wütend verließ er den Raum. In London wurde der Buckingham Palace wie das East End von deutschen Bomben getroffen, die Palastkapelle zerstört. König Georg VI. Und Queen Mum stellten sich demonstrativ an die Seite der britischen Bevölkerung und ließen sich nicht nach Schottland evakuieren. Der Herzog und die Herzogin von Windsor wurden von der Royal Family enterbt. Von der Regierung wurden sie gemieden. Selbst im Exil auf den Bahamas unterwanderte Edward mit seinen gefährlichen Äußerungen die Pläne Churchills, Amerika auf die Seite der Alliierten zu ziehen. Der Mann, der einst ein Empire regierte, war nun Gouverneur der unbedeutenden Bahamas und ein Staatsfeind. Hätte Churchill den Herzog von Windsor geschätzt, hätte er ihn an einen wichtigen Ort versetzt, hätte ihn vielleicht zum Vizekönig von Indien ernannt. Wallace litt auf den Bahamas. Ich hasse diesen Ort jeden Tag mehr. Wir beide hassen ihn. Die Leute hier sind kleinlich, gewöhnlich und uninteressant. In einem exklusiven Interview mit dem amerikanischen Liberty Magazine entfachte Edward neuen Ärger. Zu Gerüchten über eine mögliche Revolution in Deutschland sagte er: Es wird in Deutschland keine Revolution geben. Es wäre tragisch für die Welt, wenn Hitler entmachtet würde. Er ist der folgerichtige Führer des deutschen Volkes. Er ist ein bedeutender Mann. Sagen Sie Roosevelt, wenn er ein Friedensangebot macht, wird es der Herzog von Windsor in einer Erklärung unterstützen. Dann wird es eine Revolution in England geben, die den Frieden erzwingt. Churchill zürnte. Er ließ den Artikel zensieren. Ein
Als Wallace und Edward Miami besuchten, setzte die amerikanische Regierung das FBI auf sie ein. Roosevelt wusste, sie waren gefährlich. Das FBI verfolgte sie zur Sicherheit auf Schritt und Tritt, las sogar ihre Post. Die Öffentlichkeit sah sie als glamouröses Paar. Doch für die Behörden hätten sie kaum gefährlicher sein können. Jeder ihrer Auftritte wurde beobachtet. Die Herzogin und ich sind froh, wieder in Amerika zu sein. Doch dort wurden sie längst als feindlich eingestuft. Sie waren für die Deutschen, hatten nationalsozialistische Ansichten, wollten über einen Frieden verhandeln und wieder auf den britischen Thron. Die Windsors verließen ihren Posten auf den Bahamas noch vor Ablauf ihrer fünfjährigen Frist im Januar 1945. Der Herzog bemerkte: Wenn der Krieg vorbei ist und Hitler die Amerikaner erledigt hat, werden wir übernehmen. Die Briten wollen mich nicht zum König, aber ich werde wiederkommen. Als ihr Führer. Edward und Wallace, die in England nicht willkommen waren, ließen sich in Frankreich nieder. Bis zu ihrem Lebensende bewohnten sie eine Villa in Paris. Für die Öffentlichkeit, die von Edwards politischen Ansichten nichts wusste, blieb es die Romanze des Jahrhunderts. Er war ein König, der den Thron für die Liebe geopfert hatte. Ich würde sagen, das ist ein absoluter Mythos, dass das hier nur um Liebe ging. Es ging darum, dass er seinen Kopf durchsetzen wollte. Er wollte alles haben und er wollte dafür nichts geben. Er wollte nichts aufgeben. Er wollte die Privilegien wie immer behalten. Und er war für die Regierung gefährlich wegen seiner nationalsozialistischen Kontakte. Edward hatte einfach zu keinem Zeitpunkt verstanden, was er eigentlich seiner Familie und auch seinem Land mit diesem absoluten Egoismus angetan hat. Das hat er auch später nicht verstanden. Edward starb 1972. Er wurde in Windsor Castle beigesetzt. Wallace lebte bis zum Alter von 90 Jahren. 1986 wurde sie neben ihm beerdigt. Auf ihrem Grabstein heißt es schlicht: Wallace, Herzogin von Windsor. Ein königlicher Titel wurde ihr nie zugesprochen. Die Romanze des gut aussehenden jungen Königs, der den Thron für eine nicht standesgemäße Frau opferte, war nur die eine Seite der Geschichte. Edward VIII. War für die britische Regierung vor allem ein Sympathisant der deutschen Nationalsozialisten. Und in Zeiten der größten Gefahr eine Bedrohung für die Nation.